Sonntag, der 8. September und somit seid herzlich gegrüßt zu einem kleinen Stadtrundgang hier in Heringsdorf. Auf Usedom, ja, wir sind jetzt nach 950 Kilometern endlich hier angekommen. Wetter ist heute noch herrlich. Ja, wir werden nachher erst unsere Pension beziehen, haben noch ein bisschen Zeit bis 16 Uhr, bis wir Schlüssel abholen können. Ja, und dann gehen wir hier noch einmal hier rein schwimmen, denn ab morgen wird das Wetter wirklich viel, viel schlechter, ja, in ganz Deutschland. Ja, hier soll es morgen den ganzen Tag regnen und ja, da muss man hier noch ausnutzen. Ja, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen gucken, 2 Stunden haben wir noch Zeit, da können wir in unsere Ferienwohnung rein. Ja, herrlich hier. Bestes Wetter, was willst du mehr? Ja, der Badestrand ist noch gut gefüllt. Morgen wird es hier sehr, sehr leer sein. Aber vielleicht gehen wir morgen gerade deshalb mal morgen rein, wenn es regnet und keiner da ist. Auch nicht schlecht. Jetzt kann hier der Windpusher mal zeigen, was er kann. Wahrscheinlich hört man gar nichts, aber ich bin gespannt. Sehr windig, aber morgen soll es sogar Strom geben. Heute ist doch wirklich herrlich, wie am Meer. Wie am Meer, klar. Ich meine, wie ein Sommer am Meer. Aber offiziell haben wir ja auch noch Sommer. Strandaufenthalt haben wir jetzt die Wohnung gefunden. War es ein bisschen kompliziert, aber wir haben es gefunden. Unser Gepäck schon hochgeschleppt. Und jetzt machen wir was, was ich noch nie gemacht habe. Wir haben es jetzt noch nicht reingeguckt. Ich gehe jetzt einfach mit der Kamera rein und zeige was. Wenn das schön ist, haben wir Pech gehabt. Den Schlüssel habe ich schon drauf gesteckt. Draußen sieht es ja nicht ganz so freundlich aus. Aber ich meine jetzt die Wände und so, aber drin. Kommen. Gehen wir hier einfach mal rein. Also erster Eindruck, die ersten paar Sekunden, würde ich sagen, das sieht doch gut aus. Also das sieht wirklich gut aus. Das sehe ich schon innerhalb von 5 Sekunden, dass das hier alles tippitoppi ist. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr weiterzugehen. Gut, wir haben jetzt hier keinen Strandblick, aber das wussten wir. Ist auch nicht weit zum Strand. Muscheln gibt's, gemütliches Sofa, Essecke für 4 Personen, wir sind nur zu zweit. Was hat meine Frau da noch gebucht? Ich habe gesagt, ein kleines Ding soll sie buchen. Wo bist du? Darfst reinkommen? Wo bist du dann? Bring mal Sachen rein. Bad machen wir zum Schluss. Ausnahmsweise gibt es noch mal ein Schlafzimmer, aber ist ja noch nichts von uns drin, da liegt keiner. Einmal frei. Also muss ich sagen, das ist ganz okay. Ich habe zu dir gesagt, kleine Wohnung. Da hast du gesagt, hast du es ja übertrieben. Das ist ja 80 Quadratmeter hier. Küche. Ja, die Küche ist jetzt klein. 2 Platten, das reicht. Noch mal eine Sitzecke. Fliesen sind jetzt schon ein paar Jahre alt, aber auch noch tipptopp in Ordnung. Spülmaschinen gibt es scheinbar sogar. Hier liegen deutsche Tabs, Kaffeemaschinen. So, Flur und jetzt Bad. Volles Risiko. Der Fliesenleger macht eine kurze Badbesichtigung. Bing! Erster Eindruck: brauche ich 3 Sekunden, um zu sagen, ob es einigermaßen okay ist. Und ich sage, es ist einigermaßen okay. Schachbrettmuster diagonal.
Das wurde zeitweise mal gemacht. 15er Fliesen mit einer schwarzen Borde. Dusche etwas hoch, aber völlig in Ordnung. Ich konnte es nichts sagen. Nichts kaputt. Der Mann im Spiegel. Nö, wirklich. Also, im Großen und Ganzen, erste 2 Minuten in der riesen Ferienwohnung. Ich muss sagen, schön ist toll. Gut, die orange Wand, ja. Aber ansonsten, tippitoppi, einwandfrei. So, das war's. Jetzt mal räumen wir das Zeug aus, dann geht's zum Strand. Herrlich. So, mittlerweile 18 Uhr. Ja, jetzt waren wir ein bisschen in Rewe einkaufen. Ja, hier die Geschäfte sind ja auch sonntags geöffnet. Das ist fast wie bei uns in Luxemburg, das ist auch mal sonntags auf. Da gibt's Schlehen und Hagebutten. Ja, Wohnung ist eingerichtet für die Woche. Wir haben fast ein ganzer Umzug. Unser Auto war randvoll. Okay, und jetzt wollen wir noch, ist noch warm, wir haben noch um die 30 Grad mittlerweile um 18 Uhr. Und jetzt wollen wir noch mal gerade zum Strand. Ich wollte versuchen, noch einmal ins Wasser zu gehen, denn ab morgen kommt der große, große Wetterumschwung. Dauerregen und Temperatur zur Hälfte. Da wird es nichts mehr werden, ins Wasser gehen. Ja, vielleicht schauen wir trotzdem ein bisschen Glück zum Wandern und vielleicht zum Angeln. Gibt vielleicht mal kleine Schauer. Ja, morgen soll allerdings wirklich den ganzen Tag regnen, aber werden wir uns irgendwie anders beschäftigen. Es nützt ja nichts. Wir sind jetzt hier. Und wegen einer schlechten Wettervorhersage wird das Ganze natürlich nicht abgebrochen. Wird durchgezogen. Ja, wir hätten können ein bisschen mehr Glück haben, aber das ist jetzt so. Weiter geht's. Richtung Strand. Links ist noch so ein komischer Kanal, der sieht ziemlich grün aus. Also ziemlich tot schon fast. Da könnten eventuell noch Hechte drin sein. Ich hätte Angel alles dabei. Aber kein Angelschein für hier. So, weiter geht's Richtung Ostseestrand. So, da sind wir mal am Strand. Die Sonne scheint noch. Ja, mal gucken, wie kalt das Wasser ist. Also, ob ich traue, da reinzugehen, ich weiß noch nicht, aber. Falls ich reingegangen bin, werde ich das kalt sehen. Ich bin im Weichei, wenn es in Kälte geht. Ja, das ist die Wanderbräune. Früher war ich oben rum auch mal braun, mittlerweile schneeweiß, weil ich eigentlich T-Shirt nicht mehr ausziehe. Aber kalt ist nicht. Ich will mal gucken. Herrlich. Ne, Wasser ist absolut nicht kalt. Da werde ich auch die Tage mal reingehen, wenn es kälter ist. Mich gleich nochmal. Ich gehe mal, ich weiß noch nicht, ab wann hier tief wird. Ist die Kamera hier Wasser? Ich glaube ja. Aber hier ist trotzdem lieber nicht aus. Aber hier ist sehr flach, das reinzugehen. Kein Problem. Uiuiui. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war lange nicht mehr im Meer gewesen. Herrlich. Und ganz allein fast hier. Ich bin schon ein ganz Stück vom Strand weg. Janine sitzt da hinten und immer noch kriege ich Grund. Geschwommen bin ich ehrlich gesagt auch schon lange nicht mehr. Ich kann natürlich schwimmen. Ich habe sogar bei der Bundeswehr früher mal so ein spezielles Schwimmabzeichen gemacht. So ein paar Stunden Schwimmer, also Totenkopf war das früher. Ich erinnere mich noch. Bin ich ein paar Stunden irgendwo im Kochener Schwimmbad rumgeschwommen. So, das Abtauchen, das machen wir erstmal gleich. Wenn ich abgetaucht bin, melde ich mich nochmal. Bis gleich. Überhaupt nicht kalt. Sehr erfrischend, sehr erfrischend. Ja, ob es die nächsten Tage auch noch funktioniert, ich weiß es nicht. Herrlich. <Hui. lacht> Welche Fische gibt es eigentlich hier? Ja, nennen wir es die Seebrücke. Ich weiß den Namen jetzt auch nicht. Ich weiß nur, eben war mal der auf. Dieser da hinten, der ist die von Heringsdorf und Albeck ist die Richtung nochmal ein Stück weiter hoch. Da war im Frühjahr auch der Start vom Ultramarsch Usedom, wo ich ja eigentlich wollte mitmachen. Das wurde ja nichts, aber zumindest die Woche Urlaub holen wir jetzt nach. Herrlich hier. Ist nur schade, dass man die ganze Woche kein so schönes Wetter haben, aber ja, wir machen das Beste draus. Angeln wollte ich auch mal gehen. Vielleicht gibt es noch ein Angelvideo. Janine muss mal winken. Sie winkt. Ah, der Sonnenuntergang, herrlich hier, herrlich. Ein Träumchen. So, bringe ich mal die Kamera an Land und dann schwimme ich mal ein bisschen alleine.
macht richtig Spaß. Wie lange war ich schon immer im Meer? Wir sind meistens in die Berge gefahren, Urlaub. Naja, obwohl von uns bis nach Holland und so ist ja alles gar nicht so weit. Da brauchen wir gar nicht 1000 Meter zu fahren. Bis nach Usedom. Da fahren wir demnächst nach Holland, aber für dieses Jahr wird es mit dem Schwimmen da auch nichts mehr werden. So, stehen wir gerade raus, dann gebe ich die Kamera ab und dann schwimme ich ein bisschen allein. Ja, es ist noch unheimlich warm. Das ist noch zu sehr Wirtschaft hier angenommen. Ja, also ich denke, es ist noch mindestens 25 Grad. Wir laufen jetzt hier noch ein bisschen am Strand vorbei. Und dann gehen wir in die Wohnung. Und dann war es unser erster Tag hier. Obwohl, der erste Tag ist gut. Wir sind ein paar Stunden hier. Wir haben schon viel gesehen. Schwimmen war schon. Ja, die nächsten Tage gibt es wahrscheinlich nur noch Eisbahnen für die ganzen Achten. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, mal reinzugehen. Im Wasser wird es gar nicht so schlimm sein. Nur wenn wir rauskommen, dann sind nur noch 15 Grad. Da können schon so manche Dinge schrumpfen. Naja, werden wir sehen. Also jetzt Richtung. Oh, weiß ich gar nicht. Schon Ferien hier. Das ist langsam viel mal Hunger. Wir müssen noch was essen kochen. Ne? Wird bestimmt lecker Fisch haben. Ich werde nicht verraten. Vorne nochmal die Seebrücke Heringsdorf, wo wir heute Mittag schon mal waren. Beste Grüße gehen auch an Wanderkoch raus. Der gesagt hat mir heute Mittag, dass ich nicht auf der Brücke Ahlbeck bin. Beste Grüße. Ich erinnere mich gerade an den Megamarsch Sylt damals. Da sind wir auch kilometerweit durch den Sand gelaufen. Das war sehr anstrengend. Und 30 Kilometer auf irgendeinen Leuchtturm zu. Gell, Boris? So, einmal gucken wir uns das Meer noch mal an, bevor wir auf dem Radweg weiterlaufen. So, jetzt geht's zum FKK-Strand. Ja, das war hier unser erster Tag hier auf Usedom. Jetzt haben wir 20 Uhr gleich, wir sind erst um 13 Uhr angekommen. Ja, jetzt haben wir tatsächlich noch einige Kilometer heute gemacht. Es ist unheimlich warm noch, das kann man gar nicht beschreiben. Also wie warm das ist, richtig schwül, ich scheiß noch fast. Die Sonne ist zwar jetzt unter, ja, und morgen soll es dann so einen Temperatursturz geben. Also ich kann mir nicht glauben, aber es wird zu kommen. Leider, leider. Ja, wir gehen jetzt zurück zu unserer schönen Ferienwohnung. Und dann machen wir uns was zu essen und dann ist für heute noch genug. Wir haben bestimmt noch 10 Kilometer heute zwischendurch gemacht. Unglaublich, ich muss gleich über Komoot gucken. Ne? Es gibt bestimmt die Woche noch ein Video. Und hier war jetzt mal so ein kleines Spezialvideo mit Baden, mit allem drum und dran. Von der Ankunft. Ja, nur was ganz Besonderes, nur was anderes wie sonst. Kein richtiges Wandervideo, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, und vielleicht machen wir dies Woche sogar noch ein kleines Angelvideo. Mir gefällt es unheimlich gut hier, muss ich sagen, bis jetzt. Und ja, am Wetter können wir nichts ändern. Wir machen das Beste draus. Das war's jetzt für heute. Wir gehen nach Haus. Ich bin raus. Mein Name ist Martin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mit einem letzten Klick hier über den FKK-Strand hier von Heringsdorf. Es war keiner mehr da, keine Angst.